Let's Play Total War Warhammer 2 mit Eltarion und die gesamte 1 sollte bitte mal hier vor. Wir schlagen gerade die Rebellion hier nieder. Einfach damit die mal weg ist. Hallöchen! Also der Kampf ist halt nicht episch, aber die Musik ist episch und irgendwie hackt's gerade enorm, was mich irgendwie stört. Polst mal aus dem Leben. Wow, Eltarion, du bist mal unfähig wie sonst noch was. Herzlichen Glühstrumpf. Und der Zauber hat mir auch nichts gemacht. Oh, gut. Lol. Böse. Wo sind die denn? Hier. Ach, der muss da nah dran sein. Ach, scheiß drauf. Spearman! Assur, advance! Understood! It shall be done! We will obey! For the king! Death to all! Kill them! It will be done! Seal! Eltarion! I go! Also potenziell könnte es... Ach so, ich bin doof, der fliegt ja gar nicht. Ich war jetzt irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie auf dem Trichter, dass der am Fliegen ist, aber ist er nicht. Wir wollen hier rüber. Ist da irgendwo der Kommandant und ist... Ja, wir warten noch kurz. Hat er gerade einen Kontrollverlust gehabt? Ihr dürft sie platt machen. Nein, wirklich, ihr sollt sie töten. Ich meine das ernst. So am besten jetzt wäre ganz nett.
Geht doch. So, wenn ich jetzt noch wüsste, warum das Spiel so leckt, wäre ich auch glücklich, aber weiß ich gerade nicht. Ui. Ach ja, KI, wirklich jetzt? Naja, wenigstens schon. Sie dürfen sie jetzt töten? Ah Gott, Anflugswinkelberechnung klappt aber auch nicht so pralle irgendwie. Ah, ein bisschen Schaden macht er. Okay. Er macht nochmal ein bisschen Schaden, okay. Also wenn er dann mal angreift, dann bringt das auch was, okay. Beenden wir das Tauerspiel mal. Ich habe gerade Ethanal gelesen. Da merkt man, dass man eine Klausur geschrieben hat. Weil die Klausur ging darüber eigentlich gar nicht. Es war Mikrobiologie. Okay, gut. Theoretisch hätte man auch solche Sachen abfragen können. Hat die Professorin jetzt nicht? Naja. Schade eigentlich. Aber naja. Gut, es kann daran liegen, dass ich parallel noch ein paar weitere hochlade, ein paar weitere Videos. Das sind Imrik-Videos. Das mit Imrik ist auch so ein Punkt. Also man merkt schon, dass die Kampagne mit Eltarion wesentlich entspannter ist. Also mag sein, dass die Mortal Empires Kampagne mit Eltarion auch unentspannter ist. Glaube ich bloß nicht. Aber ganz ehrlich, ja, hier, tschüss. Sind weg. Wieso sind die noch da? So. Ja, wirklich viel Zeug kann man noch nicht, ne? Aber das wird schon das hier. Da brauchen wir noch ein Talisman von Holf. Das ist blöd. Das haben wir. Herz der Flamme, das wollen wir. Jetzt muss ich echt mal kurz nachgucken, was zum Geier hier denn bitte so zieht. Das ist dezent nervig, nämlich. Ja. Also ich habe eine ordentliche CPU-Auslastung wegen, richtig, keine Ahnung. Kaspersky, was machst du? What are you doing? Ja, hast du gerade irgendwie eine Untersuchung oder was auch immer? Nee, du blockst mir einfach nur unfassbar viel CPU weg. Wegen nichts. Okay. Aber gut. Strange. Entschuldigung. Hätten wir das auch kurz geklärt. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Vielleicht hat Kaspersky irgendwas beim Spiel entdeckt, was ihm nicht gepasst hat. Ich weiß es nicht. Mittlerweile wäre öffentliche Ordnung stiften gar nicht mal so scheiße. Das
machst denn du eigentlich so inhärent? Kampagneneffekte nicht. Die erhöhte Zauberreichweite brauchen wir nicht so wirklich. Verstärkter Effekt auf Rüstung. Okay, du machst danach nochmal Rüstung mehr. Das war auch nicht so schlecht. Dann machst du halt mehr Schaden. Erstmal das. No, geht gerade nicht, ist auch okay. Die kloppen sich hier. Jetzt geht das Spiel nämlich auch flüssiger. Von der Hand. So, hier können wir leider nichts mehr weiter rekrutieren. Ist auch nicht nötig. Wir können zu Notier. Wir haben 16.000 über. Halleluja. Handeln, handeln, handeln! Nein. Ich will eigentlich nicht, dass du mit den Schatten axt. Oh, ja, aber sonst müssen wir da noch die Gebiete weg. Das finde ich auch nicht geil. Dann friss hier halt Geld. Was hast du denn für ein Problem? Your request, Azur Princess. I bid you welcome to the court of the Phoenix King. Guardian of the... Why must you turn against your own kind? Tue ich gar nicht. As you say. Speak, behold the majesty of the Phoenix. Queen of A- What matters do you wish to lay before? Yes. Serving the gods. Ja, geht doch. Tyrion, if what you seek is for the greater good, my- Ich kann Frieden mit ihm schließen? Was ist denn da verkehrt? Wo kommst du denn jetzt her? Ja. Oh toll, lol, die sind draufgegangen. Da unten, jetzt schon? Shaper of Fates. Da wollen wir hin. Da wollen wir auch hin. Da wollen wir dann auch hin. Okay, du kannst zwar nichts Besonderes, aber immerhin. Wir könnten theoretisch versuchen, die Packeisbucht im Sturm zu nehmen. Warum ist die Musik auf einmal so spannend? Ist ja witzig. Also nicht, dass ich mich beschweren will. Ach, du Trollokopter, echt. Okay, nee. Ich wollte bloß eigentlich mal gucken, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Nein! Das ist halt hier echt unpraktisch. So. Nee, passt schon. Ich wollte jetzt echt nur nachgucken, irgendwie, ob wir da rankommen und es mal probieren. Nee, ist klar. Dann machen wir das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich die Insel erkunden oder rekrutieren. Das weiß ich noch nicht. Also wir können halt potenziell noch ein paar legendäre Söldnerregimenter reinhauen. Ob das jetzt uns was bringt gegen die da oben, weiß ich auch nicht. Weil dann rekrutieren die halt auch wieder nach und das ist halt auch so... weiß nicht. Unpraktisch.
Wir machen damit weiter. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber kann ich hier schon verbessern? Wir haben ja 5. Ja. Das hier können wir noch... Bewegungsreichweite, okay. Das haben wir schon. Das macht die besser. Mehr Himmelsfalken. Kapazität der Glaubensritter. Ivress depends upon you, Mistwar. Sollten theoretisch Latriels Siegen hier auch mal hochhauen. Den machen wir jetzt so weg, das werde ich jetzt nicht auch nochmal zeigen. Das dauert mir zu lange. So, ich hätte ganz gerne Einfluss. Oh, wir haben schon ordentlich viel Einfluss. Stand ready. Fang Sword bites deep. Failure. Jetzt auch mal so weg. Palm the green. Take their heads. Ja. 4, 9. Doch, passt. So halbe, halbe. Uff, der kommt auch mit einer guten Armee an. At your service. Though I hate you with every fiber of my being, I will hear you. Was habt ihr denn alle gegen mich? Abneigung. Niemand mag mich. Warum denn nicht? Ich beschütze euch doch alle. So, hier. Bitteschön. Jesus. Christus. No. Warum denn nicht? Impossible. Ihr seid alle doof. Of course. You called? What would you have of the Phoenix King, stranger? At your service. I will hear your petition and consider it carefully. Certainly not. Most astute. Ach, die sind im Krieg mit dem. Ja, witzig. Misguided. Witzig, aber wir können mit ihnen handeln, das finde ich gut. Jesus. Speak. What request would you make of the Phoenix? Alaria, we have much to discuss. Come. Prince of Elfwan. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar Beziehungen verbessern. Das geht mir jetzt hier echt auf den Nerv. Tod eines gemeinsamen Feiches. Okay, lol. Töten und Gedichte schreiben, das sind die Elfen. Spielt das Spiel. Sehr schön. Der Züchterclan ist da. Die mögen uns nicht ganz so sehr. Mein Gott, sollen sie. Aber lol, passt. Ja, das hier passt auch. Kann ich irgendjemandem so richtig viel Geld in den Rachen werfen, damit er mit mir konföderiert? Tyrion, altes Haus! Wie schaut's aus? Wie viel Geld braucht's, um dich zu kaufen? Bist du teuer? Ja, dann nicht. Du vielleicht? Nö. Ja, okay, dann halt nicht.
Sag mal, machst du hier einen auf Günner KI oder was? Tor Evres demands our sacrifice. Cowardice will not stop. Na, funktioniert das? Nö. Ja, dann mal gucken, was da so abgeht. Die Argengarde mal in die Mitte. Muss mal ins Zentrum halten und die haben natürlich wieder eine super Position und wir natürlich die richtige Arschkarte. Dafür haben wir hier einen super Flankenschutz. Naja, nutzen wir den Flankenschutz, wir nehmen, was wir kriegen können. Sind wir wirklich essen. Ja, Vampirfledermäuse, da schicken wir unseren Phönix dagegen. Viel Spaß damit. Das ist aber ein cooles Schlachtfeld. Das haben sie irgendwie neu gemacht. Erstmal ein paar Screenshots von gemacht. Wie die abhauen. Ach nee, dort nicht. Alter, hau bloß ab, die sind ja übel. Wo ist denn der hier? Ja, das dauert noch. Wie ist denn die Reichweite? Nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Gut, wie die treffen und wegschnetzeln, ist ja unfassbar. Ah, ich mache ja auch jetzt magischen Schaden. Okay, das erklärt einiges. Ampf. White Tower Guardian.
natürlichen Kontrollverlust, wie auch anders zu erwarten. Ja, wir bleiben hier stehen. Mich juckt das nicht. Aua, meine Löwen. Aua. Aua. Ja, fuck. Alter Jesus. Aua. Aua. Hebst du vielleicht auch mal ab? By my father's blade. Wie ist das gerade ziemlich broken? The might of Ivress. Also wenn die gleich plöppen, muss ich auch mal schnell sein. Jo, plopp. So, dann haben wir unseren Phönix nochmal. Hm. Komisch. Also, irgendwie ist da kaum was an die Nahkampflinie rangekommen. Also jetzt waren unsere Bogenschützen irgendwie gut, aber halt auch nur gegen die. Und ansonsten sind die manchmal echt... Oder es liegt halt jetzt gerade an Eltarion oder so, aber ich weiß es nicht. They will fund Alfwan's defense. Jetzt gibt's auch mal Sinn, warum dieser Typ da bei den Hochelfen die ganze Zeit da ist. Mit Stab und Schwert und Rüstung und allem. Das ist Eltarion. Sonst habe ich nie verstanden, das passt zu keinem von unseren Leuten. Sind auch schon draufgegangen? Aufstieg der Nebelwandler. Ich meine, das ist Teclis. Und Tyrion. Geil. Das ist richtig geil. Geschwindigkeit. Schatten.
möglich magische. Oh, das ist gar nicht. Oh, Schleicher. Tarnkappen-Schwertmeister. Energiereserve höher ist auch geil, aber das hier ist eigentlich fast geiler. Bei mehr Nahkampfabwehr, öffentliche Ordnung hoch, physische Resistenz hoch. Oder hier hätten wir halt, okay, Energiereserve. Joa. Ja. Ermöglicht magische Angriffe, das haben wir mit dem wahrscheinlich eh. Schleicher ist nice, aber das ist besser. Beobachter, ja, nee. Der Hüter. Das hat nämlich schon 61 Nahkampfabwehr und hat auch nochmal 10% physische Resistenz. So. Und wir können jetzt auf unseren Greifen setzen. What threats lurk among the bells? Leave none alive. We must avenge the fallen. Sag mal, Spiel, hast du eigentlich überhaupt was gelernt? Frag mich immer noch, woher der Bug kommt, jetzt mal ehrlich. Also man muss sagen, mit den Hochelfen hat man auf jeden Fall schöne, sonnige Schlachtfelder. Machen Sie Urlaub in der Armee. Wird schönes Wetter geben, haben sie gesagt. Grimm, aber unwankend. Unyielding heißt. Nicht erweichbar. Nee. Oh, nee, da war schon noch kalt. Ach, keine Ahnung. Unyielding. Nicht wankend, unverrückbar. Was auch immer. Hübscher Greif. Leopard. Bums. Guten Morgen. Oh, da war irgendwo eine aufgedunsene Leiche, die mir gerade irgendwie hier die Arbeit abgenommen hat. Das ist ja doof. Da ist ja noch eine. Hallo. Tschüss. Noch hoch. By my father's blade. Lawmaster of Poet. So, dann schauen wir unserem guten Kevin mal beim Kämpfen zu. Hat er irgendwie ein neues Schwert? Nee. Ach stimmt, ich habe die Bluteffekte reingehauen. Sag mal, wie schlägt der denn zu? Das ist ja lasch. Vom Schwertmeister jetzt irgendwie mehr erwartet. Aua! Unser guter Altarion kriegt ja ganz schön auf die Mütze.
command me! Azor Vanna! The Fang Sword Hunters! Warum kriegst denn du eigentlich so viel Schaden? Durch was? Der kämpft komisch. Die haben irgendwie die Kampfanimation für den richtig weird. Der kämpft einfach. Nee. Besser. Sie ploppen. So, wir laden den so ein bisschen wieder auf. Viel gerissen hast du aber nicht, ne? Naja. Einen. Ein Löwe ist draufgegangen. Weil er erschossen wurde. Was irgendwie ironisch ist. Die haben ja diesen Löwenpelz von Krays, die eigentlich Geschossresistenz bieten, ohne Plural. Und dann der einzige Tote dieser Schlacht ist ein weißer Löwe, der erschossen wurde. Leicht bitter. They deserve no better. Jetzt hat echt schon fast ein Screenshot wert. March for Lilith. Extra Pulver, super. Better safe than sorry. The only worth they have. Athel Tamar. Hören wir einmal davon rein. So. Oh, verringerte Rekrutierungsdauer und erhöhte. LOL, will ich haben. Prinz Elthar. Den wir sowieso noch reinhauen. So, haben wir irgendwas Nettes, was wir... Nein. Jetzt will ich aber langsam dafür sorgen, dass mir Sartosa nicht mehr auf den Sack geht, jetzt mal ganz ehrlich. Doch. Wir heilen uns jetzt mal kurz. You must restore order. Hi, Elvin. Das finde ich jetzt aber nett von dir, dass du hier extra nochmal rüberschipperst. Dann greifen wir dich nämlich jetzt an. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Bis zum nächsten Mal.